holen. Hallo, soll ich da raus? Ach so, ich bringe die Container auf. Ah. Ups. Okay, das hat aber funktioniert. Ich wusste, die Genossen würden mich retten. Oh. Oh, Übergabepunkten. Bloß nicht. Noch den Behinderten übergeben. Nein. Ah nein, okay. Ah, okay, dann kann ich ja in Ruhe lassen. Colonel Che Soon. Den muss ich mir merken und auch später tun. Da fällt mir ein, ich habe meinen Part am Ende gesagt, wir machen ein Gebiet, aber ich würde keine Ahnung welches. Geil, wie ich mir Sachen merken kann. Ja, stirb. Oh, noch ein Kilometer. Boah, ist das unnötig. Hätten wir einen Helikopter zur Verfügung stellen können, dann wäre das besser. Hätte ich schneller schaffen können. Obwohl, ich hätte mir auch einen bestellen können mit Schwarzhänder, aber ist ja auch egal. Und jetzt gerade merke ich, ist es Nacht. Ja, verpiss dich. Boah, ja, ne? Ne? Ich mache jetzt genau das, was ihr nicht euch denken könnt. Ja, ihr steigt aus. Ich fahr weiter, ne? Oh, ne. Nein, der Wagen brennt. Komm, steig aus. Steig aus. Oh Mann. Auto, oh. Ah, nix Schrot. Ah nee, weg mit der Schrot. Ah, scheiße. Nein, nein, da ist er, da ist er. Oh, scheiße. Jetzt habe ich so eine scheiß Schrot wegen der Vollverpackung. Ja, jetzt habe ich wieder einen Platten. Oh Mann. Und da ist eine Straßensperre, wo passt das gerade so perfekt, ey. Boah, ey, nee, ne? Ja, brenn doch noch ein bisschen länger. Scheiße, einfach nur scheiße war das jetzt. Mann. Ja, okay, komm, das geht ja noch. Kontrollpunkt war wo? Kontrollpunkt. Wo bist du? Oh, hier. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich den Typen und den Wagen habe. Ja. Dann bis gleich. So, ich habe jetzt einen Wagen und jetzt fahren wir halt nochmal. Ah, und jetzt sehe ich gerade, der Wagen hat ein Geschütz. Weil das gerade eben wohl voll verbuggt. Weil davor habe ich das Geschütz gar nicht gesehen. Ja, okay, dann versuche ich jetzt so gut wie möglich mal durchzukommen. Okay. Boah, wie die Wagen hier schleudern. Aber muss man einfach gucken, dass man nicht zu viel Gas gibt und dann in die Kurve fährt. Diese Kackklumpen von Motorradfahrern, ne? Von der Polizei, die sind richtig schlimm, weil die kommen relativ gut hinterher und können auch sogar schießen. Also viel besser schießen als die aus dem Auto. Ja, ich glaube, genau hier habe ich gerade eben verkackt, oder? Kann das sein? Weil die Stelle kommt mir sehr bekannt vor. Ja, genau irgendwo da in der Nähe habe ich gerade eben verkackt. Okay, jetzt komme ich relativ gut durch, aber ich habe jetzt keinen Reifen mehr. Scheiße. Und der Wagen ist schon umgefallen. Nein. Ich bin gerade 200 Meter vom Ende. Warum rutscht der so? Mit einem Reifen fuhr er doch normal. Ja, das heißt dann wohl sterben. Nochmal sterben. Auto nehmen. Boah, steig ein, steig ein, steig ein. Jetzt können die ganzen Behinderten.
Ja, super, ne? Jetzt kam der Benetton, jetzt kann ich wieder. Ja, wieder direkt einen Reifen verloren. Irgendwie mag ich das wirklich nicht, wenn man einen Reifen verliert. Wenn man genau weiß, dann fährt man wie so ein Benetton. Gut gemacht. Wenn die Revolution kommt, wird man sie als großen Helden feiern. Aber okay, jetzt hat es wenigstens funktioniert. Schön. Komm, ich helfe euch noch, ihr Genossen. Komm ins Gesicht. Ah ja, ich muss jetzt die Agenturmission markieren. Ja, jetzt kommt sie. Ah. Jetzt haben wir den Überblick. Wem was gehört. Okay. Dann markieren wir jetzt das Gebiet. Und fliegen hin. Sind meistens nichts in der Nähe, wo ich hinfliegen könnte? Ne, ist nix. Obwohl, ich könnte ja hier hinfliegen, aber ne, komm, da fliege ich schon in die Strecke. Komm her, Schwarzmarkthändler. So, Fahrzeuge. Ich hab Geld. Ja, komm, schon mehr den hier. Der ist doch epic. Sei vorsichtig damit. Nö, ich mach einen schönen Schrott. Ja, da kommt der direkt ein Gegner, ne, und mach meinen schönen Flieger ist kaputt. Lass meinen Flieger in Ruhe. Ey, ist das nicht. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Das komm ich ja nicht. Ich sag nur eins, fick dich. Ey, die haben. Na guck mal, ich schräg mich auch so schon oft, weil der Flieger jetzt hängen geblieben ist und dann schießen die auf mich drauf. Da sag ich nur eins zu Aggression. Ah, Flugzeug, oh man. Noch einmal, wenn ich jetzt verkacke mit dem Flugzeug bestellen. Da hab ich aber keinen Bock mehr drauf. Nochmal 100.000, boah, ne. Egal, komm. Das gönne ich mir. Sei vorsichtig damit. Weil das Geld gebe ich ja sowieso irgendwie nie aus. Merke ich. Weil ich mich da irgendwie viel zu selten als beim Händler. Heb ab! Oh. Noch knapp über dem Wasser geflogen. Oh nein! Ja, der Kackvogel kann auch viel anfangen. Aber warum ist das immer ein Helikopter? Warum haben die eigentlich keine, ja, Kampfflieger oder sonst reingepackt? Weil die Polizei hat ja bestimmt noch Kampfflieger, aber nein, die benutzen irgendwie gar nicht. Kein Plan warum, aber ist halt so. Luftunterstützung gewährt. Luftunterstützung. Ah ja, ich könnte voll ausrasten. Deswegen schießen und ja, wie ein Bekloppter rumherfliegen. Komm, die Kamera soll sich zentrieren. Okay, jetzt. Okay, ich muss vorsichtig fliegen. Was sowieso unmöglich ist. Oh, das ist ein Windmühlen, oder? Ja, das ist ein Windmühlen. Da mache ich kaputt. Ha. Ah, ich liebe Zerstörungs-Action. Und da war ja noch so ein Gammel-Dingens hier. Ah, hier. Oh, oh, oh. Boah, Übersteuerungs-Action mit dem Ding. Kurz drücken und schon rastet der Flieger aus. Von wegen. Ich muss direkt im ganze 63 Grad fliegen, Mann. Boah. War knapp. Ja, ganz sicher. Es war ganz sicher sehr teuer, aber drauf geschissen. So, jetzt mal kurz eine Kurve drehen und dann die letzte Windmühle Schrott machen. Wie? Was war da? Was war da gerade? Ich will gar nicht wissen. Wie Rakete.
Ja, so mit C kann ich dann halt sind, also ganz halt nach hinten gucken. Ach so, das waren Raketen. Ah. Wollte schon sagen, was fliegen mir hinterher? Na, ich weiß, Base ist auch verliegt. Ach so, die ist schon fertig, die Base. Oh. Na, ist da ja nichts mehr. Schalabim, Schalabam, Schalabim, Schalabam. Ich geh Typen klatschen. Komm, 3 Kilometer, ich hab schon 10 geschafft. Letzten 3. Oh, oh Mann, ist das knapp. Ich sollte mal langsam, also langsam werden. Also abbremsen. Zu sagen. Leider muss ich wieder abspringen, weil landen. Ne, landen will ich jetzt nicht wirklich versuchen. Das ist mir jetzt auch zu riskant. Mensch, es ist. Ja, er ist Schrott gegangen. An Gedenken an den Flug, an das Flugzeug. 10 Sekunden Stille. Ha, 5 Sekunden zu früh oder sonst zu viele. Ah, und da ist der Typ wieder und mit dem Helikopter, Mann. Sagst du, du hast alles, was du haben willst? Ah, dann der Schrot. Na, verkaufst du die Schrot? Ich will 3,50 dafür bezahlen und mehr nicht. Oh. Voll die Austausch-Section hier im Club. So, starten wir die Mission jetzt aber wirklich. Na, wo ist deine Freundin, Mann? Wo ist er? Egal, starten wir. Los geht's. Die Post ist da. Jetzt sag bloß nicht, du hast wirklich einen Sack Grillkohle dabei. Wir haben den Jackpot geknackt, Sheldon. Der Russe, Sang Sun und unser japanischer Ex-General. Sie sind alle im Three Kings Hotel. Und weißt du, was das Beste ist? Sie haben keine Ahnung, dass die anderen auch da sind. Im Three Kings, hä? Hätte ich mir denken können. Der Laden hat die beste Hotelbar in ganz Panau. Und rattenscharfe Kellnerin. Ein Grund mehr, dort einzuchecken. Buch ein Doppelzimmer, Junge. Ich komme mit. Zur Zeit für ein bisschen Action, Kumpel. Ich kann doch nicht den ganzen Spaß nur dir überlassen. Yeah, jetzt geht's los und sieht das geil aus, ey. Ey, das sieht echt geil aus, das Ding. Okay, du erledigst diese Sang-Type und ich versuch den Ruski aufzuspüren. Du erledigst den Sang-Type und ich versuch diesen Ruski aufzuspüren. Ja, das ist aber lustig, der Typ. Boah, ist das. Ey, das sieht einfach geil aus, das Hotel. Hier würde ich auch gerne einchecken. Aber ich hab keine Ahnung, wo es steht. Nein. Wie dumm halten Sie mich eigentlich? Ich hab Sie doch längst kommen sehen, Amerikaner. Jetzt werden Sie die ganze Macht eines chinesischen Feuerwerks zu spüren bekommen. Und wenn ich meine, wenn ich nicht weiß, wo es steht, meine ich in Real Life, also ob es das überhaupt in Wirklichkeit gibt. Also ich meine eher nicht. Sie sind langsam und dumm. Du bist behindert und fett. Ah, ne? Sonst hab ich keine Money. Ihre kläglichen Versuche bringen mich zum Lachen. Ah, du bringst mich auch zum Lachen. Sie haben längst ihr Gesicht verloren, ne? Komm, ins Gesicht, ins Gesicht, ins Gesicht. Oh, oh, nein, 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 nein. Sprengsatz, Bobby. Nein. Witzig. Chinesen wussten davon. Sie wussten wovon? Die Russen auch. Und sogar die Japaner. Aber die Amerikaner. Ja. Ach, ja, Mann. Ich hab unseren russischen Freund geoutet. Das wird lustig.
dich wird ja auch nicht geschossen. Jetzt kommt Hollywood, um den Kleber zu stecken. Zu spät, Arnold. Schick mir meinen Panzer, schnell! Oh, ist der krank. Ey, direkt mit seinen Panzer, ey. Ist das geil. Und der hat Style, der Typ. Direkt mal so, ah, oh, gib mir Panzer, ich will klatschen. Das ist doch voll Hammer. So, nachgeladen. Da ist ein Helikopter. Achso, das ist Sheldon, okay. Ja, der Chinese-Typ war... Naja, es geht. Das ist nicht wirklich schwer. Ich glaube, der wird noch viel schwieriger mit seinem Panzer. Weil die ganze Zeit auf einen ballern kann. Achso, auf jedem, also ich glaube, auf jedem Turm ist immer einer. Tja, nix, viel Glück, ich spring nicht ab. Ey, wieder. Boah, ich lass genau dann los, wenn ich da.